Ja, moin. Wir sind heute dabei, unsere Stark zu erneuern. Die Stark ist ein relativ dickes Drahtseil, was in der Mitte vom Schiff einmal von vorn nach hinten durchgeht. Den Teil, den wir heute erneuern, der geht vom Funkmast. Der ist hier einmal zu dem mittleren Mast, unserem Gienmast. Genau, die Stark liegt hier noch am Boden rum. Wenn wir uns mal angucken, die hat einige Details. Zum einen hat sie hier diese Keramikelemente. Das sind Isolatoren, die sicherstellen, dass die Stark nicht automatisch auch als Blitzableiter fungiert. Wir versuchen auch hier wieder die ganzen originalen Teile vom Schiff wieder zu verwenden. Also diese Keramikelemente, diese Isolatoren. Auch wenn die schon mittlerweile 30 oder 40 Jahre alt sind, sind halt immer noch intakt und deswegen haben wir uns entschieden, die auf jeden Fall wieder zu verwenden. Außerdem sind an der Stark so verschiedene Umlenkrollen dran, die sind einfach dafür da, dass man Fahnen zum Beispiel hissen kann, also wenn man so klar machen will, was gerade Phase ist an Bord, ob man gerade vor Anker liegt oder ob man gerade Kraftstoff übernimmt oder Wasser oder was auch immer, da gibt man immer so ein bisschen Bescheid, was gerade an Bord los ist. Genau, dafür haben wir hier im vorderen Bereich 3 Rollen, im hinteren Bereich ist auch noch eine. Das ist auch immer ganz hilfreich, wenn man irgendwie über Deck Lasten bewegen will. Also kleinere Lasten bis 250 Kilo können wir damit anheben, an Deck versetzen. Da spart man sich so einige Kranaktionen von Landseite. Genau, das sind so die Sachen, die an der Stark dran sind. Und genau, dann hängen wir die langsam mal auf. Außerdem dabei, unsere Langwellenantennen zu überholen. Die starten auch hier vorne am Funkmast und gehen dann bis hinter zum A-Mast, also noch ein bisschen weiter als die Stark. Und die kann man hier vorne ablassen. Hier vorne am Funkmast sind solche Winden angebracht. Die Winden haben so ein kleines Getriebe drin. Und hier drüben ist die Kurbel. Die kann man abnehmen und auf beide Seiten halt aufstecken. Und mit denen kann man führt so ein Draht hoch an den Mast. Da ist eine Umlenkrolle. Und hinter der Umlenkrolle fangen quasi die eigentlichen Antennen an. Das sind dann lange Drähte, die einmal über die gesamte Länge des Schiffes bis nach hinten rüberhängen. Da sind zwischendurch noch so Abnehmerdrähte dran. Die sind quasi so an die eigentlichen Antennen so angeknipst und führen dann von da so in so einem Y-Gabelung runtergeführt und führen dann direkt in unseren Funkraum, wo die ganze Technik steht, die eben die Signale verarbeitet, die da ankommen. Bei diesen Winden war auch ein klassisches Phänomen, überall wo so zwei Stahlplatten aneinander sind und eben Wasser hinterlaufen kann, hat sich eben Rost gebildet, der über die Jahre dazu geführt hat, dass die Platten eigentlich kaum noch existent waren. Also hier waren riesige Löcher dahinter, deswegen haben wir alles abgebaut, neue Stahlplatten eingesetzt, alles konserviert und bei der Gelegenheit auch gleich das Getriebe und den ganzen diese Stoppermechanismen, die eben dazu führen, dass sich das Ding nicht in beide Richtungen freidrehen kann. Alles überholt, neu abgeschmiert und jetzt hält das wieder erstmal ein paar Jahre.